Ja, hallo und herzlich willkommen zu den CIA TV News aus dem November. Mazedonien plant die Legalisierung von Cannabis. Der mazedonische Premierminister Zoran Zaev kündigte einen Plan zur Regulierung des legalen Cannabismarktes im Land an, um Tourismus und Wirtschaft zu fördern und Kriminalität zu bekämpfen. Die Idee ist, den Konsum von Cannabis in Cafés soll im bestehenden als auch in neuen und touristischen Orten einschließlich Skopje zuzulassen, wenn bestimmte Standards in Bezug auf Belüftung, Herkunftsnachweis des Marihuanas und so weiter eingehalten werden, sagte Zaev gegenüber der Deutschen Welle. Er fügte hinzu, dass die Regierung eine strenge Regulierung in diesem Bereich vorsehe, wobei Amsterdam in den Niederlanden als Beispiel dient. Argentiniens Regierung hat die Legalisierung des Cannabisanbaus für den medizinischen Gebrauch sowie den Verkauf von Cannabisölen in Apotheken beschlossen. Ein entsprechendes Dekret wurde am vergangenen Donnerstag im Amtsblatt der Republik veröffentlicht. Wer für den medizinischen oder therapeutischen Eigengebrauch Cannabis anpflanzen will, muss sich demnach künftig in einem staatlichen Register eintragen und erhält dann eine entsprechende Genehmigung. Auch die wissenschaftliche Forschung zu therapeutischen Einsatzmöglichkeiten der Pflanze soll ermöglicht und gefördert werden. Mexiko. Der mexikanische Senat verabschiedete ein Gesetz zur landesweiten Legalisierung von Cannabis. Heute legalisieren alle. Die Gesetzgebung, die Anfang des Monats als Entwurf in Umlauf gebracht wurde, würde einen regulierten Cannabismarkt in Mexiko schaffen, der es erwachsenen Menschen ab 18 Jahren ermöglicht, bis zu 28 Gramm Cannabis zu kaufen, zu besitzen und bis zu 6 Pflanzen für den persönlichen Gebrauch anzubauen. Ebenso unternimmt die Gesetzgebung einige Versuche, den Einfluss großer Cannabisunternehmen zu mildern. EU, CBD bleibt legal. In seinem Urteil entscheidet der Europäische Gerichtshof, dass der Wirkstoff CBD nicht als Betäubungsmittel einzustufen ist. Ein solches Verbot kann jedoch nur gerechtfertigt sein, wenn es zum Ziel hat, die öffentliche Gesundheit zu schützen, darf aber nicht darüber hinausgehen. Ein Mitgliedstaat darf die Vermarktung von einem in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellten Cannabidiol CBD nicht verbieten, wenn es aus der gesamten Cannabis-Sativa-Pflanze und nicht aus ihren Fasern und Samen gewonnen wird, so der Anfang des heute verlautbaren Urteils. Nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis hat CBD keine psychotropen Wirkungen oder schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. München. Weil er harmlose Hanfprodukte verkauft, droht Wenzel Zerverny nun ein Prozess wegen bannmäßigen Rauschgifthandels. Insgesamt mehr als 120 Kilo wurden beschlagnahmt, hochgerechnet auf 120 Kilo ergebe das aber 25 Gramm reinstes Rauschgift, so die Logik der Staatsanwaltschaft, die den 59-Jährigen nun wegen bandenmäßiges Rauschgifthandels vor Gericht bringen will. Bandenmäßig, weil hier mehrere Personen zusammengearbeitet haben. Ich habe 2 Filialen in München und 8 weitere in anderen bayerischen Städten. Ich beschäftige 20 Mitarbeiter. Ich zahle Steuern und Sozialabgaben. Früher nannte man so etwas Unternehmertum, empört sich der Besitzer Wenzel Zerverny. Schweiz. Endlich Rechtssicherheit im Cannabisanbau im Rahmen des Agrarpaketes 2020 wurde beschlossen, dass ab dem 1. Januar 2021 der Anbau von Hanfsorten mit einem THC-Gehalt von unter 1%, welche nicht im EU-Sortenkatalog für Hanf gelistet sind, auch in der gewerblichen Landwirtschaft sowie im produzierten Gartenbau offiziell zugelassen sind. Die Änderungen bedeuten in der Folge, dass Hanfsorten mit einem THC-Gehalt von unter 1% in der Schweiz ohne vorhergehendes Sortenzulassungsverfahren frei verkehrsfähig sind. Ja, und dann haben wir noch eine eher traurige Meldung aus Österreich. Ja, vom Pech verfolgt ist wohl ein bäuerliches Ehepaar aus Engelhardtszell. Erst wird ihr Forschungsprojekt mit einigen vielen Mitgliedern von der Polizei überfallen und sämtliche Erträge vernichtet. Ein Gerichtsverfahren steht hier wohl auch noch aus. Ja, und nachdem ein bisschen Ruhe eingekehrt war, wurden sie nun in der Nacht vom 27. auf den 28. November von Dieben überfallen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt, indem sie die Plane einschnitten. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem Trockenraum und erbeuteten hierbei über 50 Kilo Hanf in Form von Blüten. Der Schaden dürfte in einem fünfstelligen Bereich liegen.
Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und schaut wieder einmal rein. Habt ihr schon abonniert? Dann ist gut. Bis zum nächsten Mal. Baba.